Ja, das ist unser Land, dort sehen wir uns wieder. Was gibt Schöneres als eine Bergtour bei einem traumhaften Sommerwetter? Da kommt man ganz schön ins Schwitzen, wenn man den Hahnenkamm besteigt. Ich gebe es zu, ich bin hier am Förderband. Aber nicht ohne Grund. Wir besuchen heute was Neues. Hier in Kitzbühel haben die Verantwortlichen Geld in die Hand genommen und ein sogenanntes Sommererlebnis-Streif geschaffen. Das wollen wir euch heute ein bisschen näher präsentieren. Und ich kann euch sagen, es gibt allerhand zu sehen und allerhand zu hören. Wir haben nämlich auch musikalische Gäste, die Hormeligen aus dem Ötztal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich suche jetzt meine ersten Interviewpartner. Was gibt Schöneres? Eine Almwiese hier am Hahnenkamm in einem Gebiet, das weltweit dafür bekannt ist, dass hier hinten Burschen jedes Jahr Kopf und Kragen riskieren. Und was haben wir hier? Eine gemütliche Almwiese. Hinter uns Kinder, die tollen. Und das wird wahrscheinlich auch das Herz unserer Präsidentin freuen. Signe Reisch, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Signe, es ist sehr viel investiert worden in das sogenannte Sommererlebnis Hahnenkamm. Ich glaube, das ist auch dir sehr am Herzen gelegen. Ja, das ist mir sehr am Herzen gelegen. Also zusammen mit meinen beiden Vorstandskollegen war das immer schon ein Thema, dass man was macht für die Familien, für die Kinder im Sommer, weil, wie wir alle wissen, also Wachstum wirklich können wir noch im Sommer generieren, und dazu muss man aber auch was machen für die Kinder, wie mit dem Sommererlebnis Streif, aber auch die Jugendlichen und die Junggebliebenen mit dem Bike Trail Hahnenkamm haben wir, glaube ich, was Gutes geschaffen und was Hervorragendes abgedeckt für Familien und für den Sommerbetrieb am Hahnenkamm. Gehe da richtig in der Annahme, dass es wahrscheinlich sehr schwer sein wird, eine so starke Marke wie den Hahnenkamm, der mit dem Winter so verknüpft ist, jetzt auch für den Sommer attraktiv zu öffnen. Gelungen ist es euch ja, aber ich glaube, das war eine riesen Herausforderung. Der Hahnenkamm ist der Hahnenkamm. Der ist einfach einzigartig, der ist einmalig, der zieht. Aber jetzt natürlich noch einmal doppelt und dreifach mit diesen beiden Attraktionen da herum. Zu dem würde ich gleich gerne ein bisschen näher kommen. Und da habe ich auch einen kompetenten Ansprechpartner zu meiner Linken, zu eurer Rechten, den Vorstand der Kitzbüheler Bergbahnen, den Burger Sepp. Sepp, ich weiß, dass dir diese Region unglaublich am Herzen liegt und dass dir, wie soll ich sagen, Sommer- wie Winteraktivitäten für die Bergbahnen ganz besonders wichtig sind. Da lacht doch dein Herz, wenn du so etwas siehst, wenn ein Plan, der in einem Kopf geschmiedet wurde, dann aufgeht. Ja, absolut. Das Wichtigste ist die Bestätigung der Kinder und der Gäste da. Begeisterung am Berg und Begeisterung für den Berg zu schaffen, ist unsere Aufgabe. Und wir haben uns da ganz klar positioniert. Wir wollen eine aktive Erholung und wir wollen sportliche Betätigung haben. Das passt zu Kitzbühel, das passt zu Streif und das passt zum Hahnenkamm. Wir wollten was Einzigartiges haben, wir wollten was Authentisches haben und wir wollten was Naturnahes haben. Und was Besseres wie die Streif gibt es nicht. Jetzt haben wir die Schlüsselstellen der Streif genommen, ob das die Mausefalle ist, ob das der Zielschuss ist, ob das der Brückelschuss ist, ob das die Traverse ist, das wird da nachempfunden. Und ich glaube, das Wichtigste ist, die Kinder und die Eltern, beide suchen das Abenteuer, aber niemand sucht das Risiko. Und in dem Fall haben wir beides zugleich, weil wenn wir jetzt von da 500 Meter weiter vorgehen, dann haben wir auch das Abenteuer, aber dort ist es nicht ganz risikofrei bei der Abfahrt im Winter. Das kann ich bestätigen. Ich kann mich auch schon an so manche Drehgeschichte erinnern, wo es mich mit den Ski umeinander lassen hat. Warum sitzen wir hier zu viert? Ich mit drei Menschen, die gemeinsam an einen Strang ziehen, weil es eben nicht nur eine innovative Bergbahn, einen innovativen Touristiker, sondern eben auch eine gesprächsbereite Gemeinde braucht. Und da hätten wir jetzt den Sportreferent der Gemeinde in Gerhard Eilenberger. Gerhard, erzähl uns bitte ein bisschen, die Gemeinde ist hier der Grundeigentümer und wahrscheinlich ja auch froh, wenn hier nachhaltig für den Tourismus gearbeitet wird, auf eine Art und Weise, dass man stolz drauf sein kann. Absolut, und das ist genau das, was es braucht in einer Region wie Kitzbühel oder in einer Stadt wie Kitzbühel, dass alle zusammenhelfen, dass man was zusammenbringt. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt zuletzt gemacht haben, also den
Bike Trail und auch den Sommererlebnisstreif, dass das die zwei Sachen sind, die einfach das ganze Angebot nochmal abrunden, sportlich abrunden und erlebnisreich abrunden. Denn genau da treffen wir jetzt noch die Jugend, die Kinder und die Jugendlichen, die bisher vielleicht nicht so bedingt gewesen sind auf dem Berg, im Winter sowieso, aber im Sommer jetzt auch, sodass uns das einfach ein Anliegen war. Und ich bedanke mich bei allen Beteiligten, dass das so wunderbar gelaufen ist. Und wie man sieht, wird es auch dementsprechend angenommen. Und das ist uns eine ganz wichtige Geschichte. Aber vor allen Dingen auch die Zusammenarbeit, dass da Harmonie herrscht und wir auf dem Berg die Harmonie weitertragen, die der Berg eigentlich ausstrahlt. Ein schöneres Hintergrundbild kann man sich eh nicht vorstellen als spielende Kinder, die quasi diesen Park jetzt live annehmen, während wir hier sitzen. Signe, da geht es natürlich auch immer um Geld. Investieren bedeutet auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Kann man so ein bisschen über den Kamm geschoren sagen, was diese Investition euch gekostet hat? Ja, nein, das ist gar kein Geheimnis. Nicht? Das haltet sich die Waage. Also beide Projekte haben 500.000 Euro gekostet, insgesamt 1 Million Euro. Wobei auch da der Zusammenhalt natürlich eine wesentliche Rolle gespielt hat und das ermöglicht hat, weil die Bergbahn hat uns mit 200.000 Euro unterstützt. Die Regio 3, also Europa, hat uns auch mit einem ähnlichen Betrag unterstützt. Die Stadtgemeinde hat uns den Grund kostenlos zur Verfügung gestellt und vom Land haben wir für den Bike Trail auch eine Unterstützung bekommen. Also den Hauptanteil hat aber den Löwenanteil hat an und für sich Kitzbühel Tourismus getragen. Was aber, wie soll ich sagen, wenn man es nimmt, von den Leistungsträgern kommt, das Geld, das wir dort verwalten. Und ich glaube, das ist von allen Beteiligten mehr als sinnvoll eingesetzt worden. Vielleicht noch ein bisschen zum Bike Trail, denn schöne Bilder von der Eröffnung dieses sogenannten Sommererlebnisses Streif, die haben wir sowieso. Der Bike Trail selber ist ja etwas, wie soll ich sagen, es ist unglaublich hip, es sorgt für sehr viele Schlagzeilen. Wie ist man bei euch an dieses Thema herangegangen? Wie stellen wir uns den Bike Trail auch für die Einheimischen, die uns heute zuschauen, vor? Ja, der Bike Trail ist ein Flow Trail, er ist nicht allzu schwer angelegt, aber trotzdem muss man schon ein Könner sein, weil der Hahnen kann, fordert einfach heraus. Er ist 7,2 Kilometer lang, hat rund 1000 Höhenmeter, das heißt, es ist schon eine schöne Strecke, die wir hier bewältigen können und er ist so angelegt, dass er direkt vom Hahnenkamm-Bergstation wegführt und zur Hahnenkamm-Talstation hinunterführt und was auch ganz wichtig ist, er ist behutsam angelegt, das heißt, er ist am Rande von den Almwiesen angelegt, wir zerstören nicht die Natur, wir nutzen zum Großteil bestehende Wege, beziehungsweise haben sie sonst so angelegt, dass das gut funktioniert und dass es vor allem nicht ein Nebeneinander und nicht ein Miteinander mit den Fußgängern ist, sondern das ist separiert. Das heißt, hier können die Biker wirklich toll fahren. Und was noch dazu kommt, wir haben auch eine Verbindung zum Fleckholm-Trail. Der ist jetzt gerade in Fertigstellung. Das heißt, wir haben da ein schönes Angebot, das uns auch auf dem Gebiet ganz weit nach vorne bringt. Sommererlebnis Streif, Sommererlebnis Hahnenkamm, mehr brauchst du nicht mehr. Ich kann euch nur einladen, euch das selber anzuschauen. Vielleicht, Signe, zum Abschluss, was wäre denn deine persönliche Highlight-Station dieses Sommererlebnisses Streif, also wo es ein bisschen gefährlich wäre, auch für dich vielleicht? Die Streif hat ein Highlight, jagt das andere, aber es ist in jedem Fall immer der Start, der ja schon, wo man weiß, da erwartet einen was mehr als Herausforderndes und dann das Ziel, wo wir alle wissen, wenn man dieses erreicht hat, hat man es geschafft. Ich werde auch noch schauen, dass ich irgendwo ein Ziel erreiche. Wahrscheinlich wird es mich treffen, dass ich durch diesen roten Tunnel runterrodeln muss. Dann werde ich mal wieder hupsi in Gefahr sein. Vielen Dank, liebe Damen und Herrschaften, für das nette Gespräch. Sehr gerne. Und jetzt schauen wir rein in die Eröffnungszeremonie. Da ist ganz nett was los gewesen und wir haben ein paar schöne Bilder für euch zusammengefasst und dann treffe ich mich mit einer jungen Musikantin aus Tirol und ich darf euch sagen, da dürft ihr euch drauf freuen, weil ich freue mich auch drauf. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper.
gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. 'Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. 'Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Talking about a revolution. Ooh, I've been standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Heute sind wir am Hahnenkamm zu Gast und wir haben uns lange überlegt, was könnten wir bei Ja, das ist unser Land musikalisch einbauen, das zu dieser traumhaften Kulisse passt. Und da fällt die Wahl nicht schwer. Die Hormeligen sind heute bei uns musikalisch mit dabei. Die Barbara ist meine Gesprächspartnerin. Barbara, schön, dass du Zeit hast. Die Hormeligen, hat man das Gefühl, die hat es immer schon gegeben, obwohl ihr nur so jung seid. Aber ich glaube, ihr feiert bald ein tolles Jubiläum. Genau, die Hormeligen gibt es inzwischen 18 Jahre. Und ja, wir freuen uns jetzt schon 2021 dann vielleicht ein größeres Fest dann zu veranstalten und schauen wir, was an CD-Aufnahme bis dahin noch machbar ist. Ihr habt es ja geschafft, als Trio, das eigentlich volksmusikalisch quasi erzogen worden ist, ihr habt, glaube ich, seit Kindesbeinen miteinander musiziert, euch zu spezialisieren. Ihr macht was ganz was Besonderes. Wie würdest du eure Art der Musik beschreiben? Ja, also im Grunde möchte ich schon sagen, dass die Volksmusik unsere Wurzeln sein, da fühlen wir uns wohl. Aber in letzter Zeit war einfach so die Abwechslung das, was uns taugt und auch dem Publikum. Und wir haben jetzt einfach so einen Überbegriff Akustik-Jazz-Pop, haben wir das jetzt einfach einmal benannt. Und ja, da taugt es uns richtig loszulegen. Euer aktuelles Album heißt Schubidu, geschrieben wie der Schubidu. Das heißt also, wahrscheinlich geht es da auch ein bisschen um die Fußbekleidung der Dame von heute. Ihr habt einen modernen Sound. Ich glaube, ihr macht da sehr viele Eigenkompositionen. Diese Ideen sind alle aus euch herausgeboren. Ja, jetzt das Schubidu ist von unserer Claudia. Text und Musik, alles von ihr. Und sie ist einfach unser kreativer Kopf, der die Texte verfasst, so gewisse Lieder, die Leute schon kennen. Aber ja, das macht es allem wieder interessant und einfach ganz viel Spaß. Die Besetzung ist ja auch besonders. Ich meine, ihr habt ja vielseitig die Instrumente im Einsatz. Aber was wäre so die klassische Besetzung der Hormeligen? Im Volksmusikbereich auf jeden Fall die Geige, Harmonika und Harfe. Und dann wechsle ich dann halt einfach zum Kontrabass. Und so haben wir dann einfach unseren Akustik-Jazz-Pop-Sound. Mit dem dreistimmigen Gesang halt natürlich dazu. Ich bin ja selber als Musikant unterwegs und weiß, was das familiär bedeutet, wenn man wenig daheim ist und wenn man sich eure Terminkalender anschaut. Ich glaube, eure Familien müssen schon auch sehr viel Verständnis für eure musikalische Planung mitbringen. Es ist nicht so einfach wahrscheinlich, das als Mutter auch zu planen. Ja, natürlich müssen wir da ein bisschen schauen. 6 Kinder haben wir inzwischen. Wir haben natürlich verständnisvolle Papas, also Männer, und auch Omas und Opas, die halt einfach total hinter uns stehen, wo wir einfach sehr dankbar sein, dass wir das machen können. Was wäre denn jetzt für dich so ein Highlight der letzten Jahre, wo du sagst, schon sowas denkst du wahnsinnig gern zurück? Wenn man euch auf Facebook verfolgt, hat man das Gefühl, es ist wöchentlich ein Highlight dabei. Es ist jeder Auftritt irgendwie hormelig und macht Spaß. Die Richtung, dass es ein bisschen in die konzertante Richtung geht, das muss ich sagen, ist etwas, was ins 3 einfach jetzt fordert und einfach ja, Spaß macht. Das heißt, es wird über das 20-jährige Jubiläum wahrscheinlich hinausgedacht. Kann man schon sagen, ob die Kinder in der nächsten Generation eure musikalische Affinität ein bisschen mitbekommen haben?
Ich hoffe es. Also meine ältere Tochter ist jetzt schon einmal mit der Harfe und auch von der Caroline, der Sohn, der Paul und die Jüngeren, die kommen jetzt schon noch. Also sie hören auf jeden Fall Musik und es macht Spaß, ja. Barbara, ich weiß ja, wie es mir geht. Ich habe ja selber zwei Kinder, die den Papa ganz knallhart beurteilen, wenn er Musik macht. Wie schaut es denn bei dir aus? Haben die Kinder, wenn sie euch irgendwo sehen bei einem Auftritt, auch eine Meinung dazu oder gibt es vielleicht sogar ein Lieblingslied? Wohl, also sie ist schon ganz gern dabei, zum Beispiel die Tochter, wobei sie schon eher im Modernen jetzt momentan daheim ist und mit der Volksmusik punkt man nicht unbedingt immer, also momentan. Wird sich hoffentlich wieder ändern. Bin ich mir ziemlich sicher, bei euch könnten wir vielleicht jetzt punkten, wenn wir euch mitnehmen auf eine kleine Reise. Wir haben nämlich den Heimeligen live auf die Finger geschaut und was da zu hören ist, das ist wirklich großartig. Also viel Spaß jetzt mit einem kleinen, feinen Ausschnitt aus dem Konzert der Heimeligen. Auf dem Rummel für 20 Pfennig mir ein Los. Ich hab auch wirklich was gewonnen, doch die Enttäuschung, die war groß. Denn ich gewann doch einen Teddy, a Schokolade und Marzipan. Den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an. Ja, liebe Zuschauer, das war wieder eine aktuelle Ausgabe von Ja, das ist unser Land hier beim Sommererlebnis Streif. Und wie es sich gehört, ein bisschen eine Gefahr gehört dazu, werde ich mich jetzt hier sozusagen den Zielschuss hinunterwagen. Michael Weichhofer, 156 km/h. Hupsi Drenkwalder, wir werden es gleich sehen. Pfiat euch bis zum nächsten Mal auf Tirol TV. So. Ja, gewaltig! Dort sehen wir uns wieder.